Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Mal wieder im Vanilla Fortress. Heute ist Freitag, das heißt, ich habe ein wenig Zeit dazu, ein wenig zu zocken und genau das werde ich jetzt tun. Mit dem Zora Mario. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Zora, diejenigen unter euch, die The Legend of Zelda, Twilight Princess, zumindest bis dahin kennen, wovon ich gerade rede, die wissen, was ich meine. Und wie ich darauf komme. Denn Mario kann unter Wasser atmen. Der scheint Kiemen zu haben oder ist halt einfach nur ein Super Mario. Oh. Und ja. Rostige Dinger, die runterfallen. Na, nicht zu hoch, Mario. Majoran. Oh, den habe ich total übersehen gerade. Ich war ehrlich, total geblendet irgendwie gerade. Es ist Wochenende, ich bin glücklich, naja, glücklich nicht, aber ich bin froh, dass ich Wochenende habe. Es war Urlaub und jetzt geht's wieder zu diesen hässlichen Rhinos. Tschak! Ja, komm, das letzte Ding auch noch. Boah. Jetzt muss man aufpassen. Ah, ja. So viel dazu. Ich hätte es nicht sagen brauchen, weil es hat eh nicht funktioniert. Schön. Na komm, und wieder Fischbone. Fischbone war damals zu meiner Zeit, als ich noch kleiner und jünger war, total angesagt. Also ich weiß auch nicht warum. Ich fand Fishbone auch mal toll. Ehrlich. Das war voll mein Ding damals. Ich hab mich voll hip gefühlt, wenn ich was von Fishbone bekommen hab. Wobei das ja Marke war, dementsprechend natürlich teurer und bla. Wo ich das immer so beschiss finde. Vor allem beschissen finde. Marken war es immer nur was für Leute mit Geld. Und wenn man es jetzt nicht so dicke hat, dann wird man in der Schule zum Beispiel diskriminiert oder so. Wenn man bestimmte Marken sich einfach nicht leisten kann, dann gehört man echt irgendwie voll zu den Außenseitern, weil, oh, du hast ja kein Geld und rennst rum wie Hartz IV. Und ja, finde ich mal voll dämlich, aber es ist leider so. Wie sagt man immer so, naja, schön nicht, aber wie sagt man immer, Kinder können grausam sein. Und ja, das stimmt leider. Können sich untereinander so krass hänseln, und trauen sich dann auch nicht irgendwem was zu sagen, und ja. Ist auch krass, wie komme ich vom Mario-Spielen auf Hänseln? Sollte mir zu denken geben eigentlich, naja. Aber mir gibt sowas nicht zu denken. Ich bin so beschränkt. Für mich ist es normal, so einen Schwachsinn zu reden. Oh. Ah, komm, Mario. Du kleiner, dicker Klempner. Klempner. So, und wieder geht's zu den Rhinos. Zack. Nein! Oh, das ist wieder so ärgerlich. Vor allem so typisch für mich. Yoshi sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Kaulquappe.
Ich schaff diese Rhinos. Ich schaff sie auch heute noch in diesem Part. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin guter Dinge. Das Schlimme ist, so schwer sind die Dinger eigentlich nicht. Und ich stelle mich bloß gerade wieder an wie der erste Mensch. Also quasi wie immer. Ich sage nur Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Alle, die das Let's Play gesehen haben, wissen, was ich meine und wovon ich rede. Alle diejenigen, die es nicht wissen, schaut es euch an und ihr werdet es verstehen. Aber vielleicht leidet ihr ab und an mal mit mir mit. Ich würde es mir fast wünschen, wenn ihr das tun würdet, aber ich glaube, bei so viel Blödheit kann ich das nicht mal erwarten oder erhoffen oder was auch immer. Ja. So sieht's aus. Na komm, du kleine Erdbeule mit Mütze. Hast mich nicht gekriegt, du. Ich bin Kreuzhexen Mario. Ich kann zaubern. Siehst du, ich kann im Wasser pupsen. Und ich versuche zu schwimmen und es sieht voll lächerlich aus. Ich kann atmen. Das ist nicht toll. Sogar unter Wasser. Weil ich toll bin, weil ich Mario bin und einfach besonders blöd. Genial finde ich auch, dass man da durch diese Glieder durchschwimmen kann ohne Probleme. Ja. Oh, was zum... Nein! Wartet, Moment, ich muss mal wieder SMS schreiben. So, ich bin fertig mit SMS schreiben. Werdet ihr darauf jetzt gekommen? Bestimmt nicht, wa? Dafür sage ich es euch. Ja, so nett kann ich sein manchmal, wenn ich will. Wenn ich nicht will, dann bin ich es eben nicht. Ich gehe jetzt oben lang, so. Es ist zu doof, jetzt da unten durchzuschwimmen. Weil ich nicht weiß, was besser ist. Okay, ich glaube, es wäre besser gewesen, unten lang zu schwimmen. Ah, ich sollte mich besser konzentrieren, oder liegt das an dem Kirschporter, das ich gerade getrunken habe? Ich muss sagen, deliziös, fast schon pornös. Einfach nur toll. Sag mal, sehe ich das eigentlich richtig und Mario hat Ohrhaare? Oder täuscht es? Na gut, bei seiner Nase sieht das auch aus, als hätte er irgendwie voll die Nasenhaare, da so Nasenhaar-OP, aber ich weiß ja, dass er einen Schnauzbart trägt, insofern, könnte es auch darauf zurückzuführen sein. Vielleicht sollte ich mal die Spieleentwickler fragen, ey Leute, wie sieht's aus, hat Mario ein Nasenhaar-OP oder nicht? Und hat er Ohrhaare oder ist das nicht angedacht? Erzähl mal. Wer weiß, was die mir dann schreiben würden oder sagen würden. Ob sie überhaupt antworten würden oder ob sie mich direkt verklagen würden. Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich mal ein Versuch wert, aber... Ich glaube, so unbedingt möchte ich es dann auch gar nicht wissen. Nee, meine Neugier ist zwar groß, aber so riesig dann jetzt auch wieder nicht. Ich werde es überleben, wenn ich das nicht erfahre. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber... Oh, da trifft er den natürlich noch. Ist heute so klar. So, ihr hässlichen Scheiß-Rhinos. Auf Feuer zu spucken, das habe ich dir nicht erlaubt. Das Maul. Ja! Ja! Treffer versenkt! Tja, Rino, ihr habt zwar eure Tage, aber das macht nichts. Ich hab mich jetzt versenkt in dem Scheiß. Ich bin Super Mario. Yeah. Eingestampft. Und speichern. Continue and save. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, hier ist Evil Bloody Ice und wir sehen uns bei der Butterbridge 1 im nächsten Part. Ciao.